Outback mit dem 2,5 Liter Motor, Benziner, 175 PS. Die Ausstattung haben wir hier in der Sportausstattung. Die Farbe nennt sich Tungsten. Ja, und schauen wir uns das Fahrzeug mal an, also ein wunderschöner Kombi, erhöhte Bodenfreiheit mit 200 mm. Eine gute Ausstattung, also Leder ist schon der Standard, Schiebedach. Also elektrische Hecklampe ist hier in der Sportausstattung schon Standard. Wir sehen jetzt gleich einen riesen Kofferraum. Ich nehme mal das Ganze hier raus. Ganz schnell lösbar. Natürlich Subaru praktisch denken. Und jetzt sehe ich eine wirklich riesige Ladefläche. Okay, also hier können wir auch noch über diesen verstellbaren Haken die Neigung der Rücksitzlehnen einstellen. Also nach vorne, wenn ich viel Kofferraum brauche. Oder nach hinten, wenn Passagiere in der Rücksitzbank sind, damit der Winkel auf langen Strecken angenehmer wird. Also umklappen können wir auch hier über den Hebel. Es geht ja ganz schnell. Das Ganze geht hier über Federdruck. Und zurückholen ist natürlich dann händisch, weil das Ganze vorgespannt ist. Dann zeige ich nochmal die Neigungsverstellung beim Outback. Die Neigung kann ich hier über den Hebel verstellen, also hier nach hinten für eine angenehme Position auf lange Strecken für die Passagiere und hier nach vorne dann für optimalen Stauraum hinten. Weiterhin habe ich hier auch noch andere Sachen. Ich habe jetzt hier in der Sportausstattung auch schon eine Sitzheizung für hinten, links, rechts. Zusätzlich hier noch Gebläsedüsen, die gleich direkt hinten aufwärmen und hier natürlich auch noch USB-Lademöglichkeiten für Smartphone oder andere Sachen. Praktisch sind auch hier auf beiden Seiten diese Einschübe beidseitig bei diesem Modell auch. Was ja auch standardmäßig ist im Outback Sport, ist hier der schlüssellose Zugang. Wenn es jetzt abgesperrt ist, ich sperre mal schnell zu, kann ich hier ganz normal indem ich die Hände reinnehmen, blinkt es hier und das Ganze öffnet dann. Wo ihr darauf achten müsst, ist gleich anschließend der Sitz. Ich kann das schlüssellose Zugangssystem mit der Memory-Funktion zusammen so programmieren, dass der Sitz sich auf den Schlüssel einspeichert. Das heißt, wenn ich jetzt zwei hauptsächliche Fahrer habe, hat der eine den einen Schlüssel und speichert seine Sitzposition hier ein und der andere eine andere Sitzposition, dann erkennt er den Schlüssel und wird selbstständig die Sitzposition anfahren. Ich öffne hier und jetzt wird auf meinen Schlüssel die Einstellung geändert, der Sitzposition. Genau, jetzt meldet er, wenn er fertig ist. Die Tasten habe ich hierfür. Wie das Ganze funktioniert und eingestellt wird, habe ich in meinem vorderster E-Boxer Video gezeigt, das verlinke ich hier noch anschließend, das Video. So, jetzt habe ich die Sitzposition in der ersten Reihe mal auf mich eingestellt, also ich bin ca. knappe 1,80 Meter. Und jetzt gehe ich mal hier hinten rein. Ich sehe hier, dass hier wirklich noch reichlich Platz ist, also zwei Erwachsene, die normale Größe sind, ich sage mal keine knapp 2 Meter oder 1,95 Meter, finden hier auf jeden Fall Platz, auch auf lange Strecken angenehm. Okay, hier haben wir auch Ausstattungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Bluetooth-Freisprechanlage sind Standard mit Sprachsteuerung. Hier kann ich auch direkt am Lenkrad laut leise, Senderwechsel unterschiedliche. Dann hier den Abstandsregeltempomat für die Einstellungen mit Spurhalteassistent. Hier die Lenkradheizung kann ich auch mal einschalten. Das sieht man hier das Leuchten, wenn man gezogen hat. Weiterhin haben wir auch wieder das schöne große Display, wenn ich hier die Rückfahrkamera einlege. Und jetzt die Tür zu, damit er sich nicht mehr beschwert. Dann sehe ich hier einmal die Rückfahrkamera und hier noch die Seitenbildkamera. Wir haben im Außenspiegel im rechten noch eine Seitenbildkamera integriert und zusätzlich beim Einparken den Bordstein nicht mit der Felge zu treffen. Standardmäßig haben wir hier auch wieder im Outback Sport einmal den AVH-Modus, Automatic Vehicle Hold, also der verbesserte Berganfahrassistent, der auch auf der Ebene den Bremsdruck aufrecht hält. Hier haben wir eine Umstellmöglichkeit der Rückfahrkameraposition, wenn ich jetzt zurückfahre und möchte den großen Bildschirm. Und hier noch zusätzlich eben der geteilte Bildschirm mit der Seitenbildkamera. X-Mode fürs Gelände, Unterstützung beim Bergabfahrassistent, elektrische Handbremse ist auch Standard. Sitzheizung haben wir hier mit integriert. Sieht man ja schlecht, weil die Folie noch drauf ist, aber ich glaube, jetzt sieht man es gut. Also dreistufig. Genau, zwei Zonen Klimaautomatik inzwischen auch schon wieder Standard.
Das Schiebedach hat hier eine Kippfunktion einmal. Und zusätzlich kann ich es natürlich auch noch ganz normal öffnen. Dann haben wir hier auch wieder verschiedene Anzeigen im Kombi-Instrument, die man bedient hier drüber über die Tasten. Also ich kann hier einmal den Radiosender anzeigen lassen, weil dann kann ich jetzt hier ja Nord, West, Ost, also so ein Kompass anzeigen lassen. Ja, das ist jetzt die eingesparte Kraftstoffmenge des Start-Stopp-Systems. Bisher war der noch nicht groß im Betrieb. Geschwindigkeitsanzeige, dann die Zeit, seitdem die Zündung an ist. Die Tankrestreichweite. Genau, Außentemperatur hätten wir hier noch eben. Weil dann hätte ich hier natürlich auch noch die Einstellung, was ich noch nicht gesagt habe. Ich kann hier mit Sport und intelligent werden. Also I ist der sparsame Modus und S ist der Sportmodus. I hat verzögerten Gaspedalbefehl und S einen direkt umsetzbaren. Das war der Subaru Outback, von mir vorgestellt, Mike the Mechanic. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und für weitere Videovorschläge kommentiert einfach. Dann wünsche ich euch noch weiterhin gute Fahrt und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet.